Michael Weber und Stefan Sindera hat aus Köln-Weidenpesch einen Notruf erreicht. Eine Hausbesitzerin hat eine schreckliche Entdeckung gemacht. Hallo, ja. Sie haben uns gerufen wegen Einbruch? Genau, ich bin gerade nach Hause gekommen und die Tür ist aufgebrochen, es ist durchwühlt. Ich bin jetzt gar nicht reingegangen, weil ich nicht wusste, ob noch jemand drin ist oder Gute so. Gute Maßnahme. Leben Sie denn alleine da oder gibt es da noch Angehörige, die ich in dem Haus allein. Sind? Ich lebe allein. Ja? Also es kann auch niemand da sein? Nur ein Eingang? Normal oder nicht. Ein Eingang, genau. Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus? Nein, ich wohne alleine. Okay. Sie haben ja doch hier einen kleinen Wachhund, ne? Oder was ist das da, der Teddy? Kann ich mir jetzt gerade nicht erklären, warum der da ist. Das ist der alte Teddy von meiner Tochter Rina. Der ist seit Ewigkeiten nicht mehr. Der war aber im Haus und nicht hier im Garten. Der war drin, ja. Okay. Wir gehen mal schnell gucken. Aber merkwürdig, wenn der oder die Täter hier einen Teddy rausschleppen, oder? Guckst du mal am Fenster kurz? Ob du was siehst? Tür ist auf. Hier ist erstmal nichts. Okay. Sie bleiben bitte hier draußen, ja? Ja. Sie hat schon einer rumgewühlt hier im Flur. Die Polizisten entdecken an der Tür Einbruchsspuren. Auf Eigensicherung bedacht schauen sie sich nach dem Täter um, können ihn aber nicht ausfindig machen. Also hier hat definitiv natürlich ein Einbruch stattgefunden. Wir müssen jetzt natürlich gucken, was ist das Täterprofil. Also hier sind sehr viele Sachen durchwühlt. Das heißt, hier scheint ganz gezielt was gesucht worden zu sein. Vielleicht ist es ein Täter, der sich hier sogar in dem Haus auskennt. Das ist natürlich jetzt erstmal Mutmaßung. Wir rufen natürlich gleich die Spurensicherung noch hinzu. Was ein bisschen auffällig und komisch auch ist, draußen ist ein sehr großer Teddy. Warum der aus dem Haus gekidnappt wurde, keine Ahnung, müssen wir uns auch noch mal anschauen. Und ansonsten müssen wir natürlich hier die Hausbesitzerin noch mal fragen, ob hier irgendwas von Wert weggekommen ist. Zur gleichen Zeit erscheint auf der Wache Köln-Mülheim die Tochter der Hausbesitzerin. Sie hat von ihrem vermissten Vater ein Lebenszeichen erhalten. Marc Westerhofen erfährt Details. Vielleicht kurz mal erläutert, ihr Vater ist verschwunden. Genau, aber schon lange, also seit Jahr oder so. Also 6 Monate ist er bestimmt schon weg. Ach, seit 6 Monaten ist er schon weg? Also das hat man noch nicht. Normalerweise eine Vermisstenanzeige, die gibt man so auf, wenn so ein Erwachsener, dann werden wir auch erst tätig, so nach 48 Stunden. Kinder und wie gesagt Jugendliche, dann wird es dann auch bei den Temperaturen draußen, wenn es kälter wird, natürlich eine kürzere Zeitabstand sein. Ja, wir haben auch schon eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Also meine Mutter und ich waren Haben Sie schon aufgegeben? Ja, dann geben Sie mal gerade mal einen Namen von dem Papa. Hanno Wagner heißt er. Hanno Wagner. Und Sie sind die? Rina. Rina. Mit R, genau. Wagner. Und eine Vermisstenanzeige haben Sie schon aufgegeben? Ja, haben wir bereits gemacht. Okay. Ich gucke mal nach, was da vorliegt. Hanno Wagner. Ich habe den jetzt gerade mal aufgerufen. Gucken Sie mal gerade. Ist er da? Ja, das ist er. Das ist er, ne? Okay, alles gut. Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Papa, dass der irgendwie was angestellt hat oder beziehungstechnische Probleme mit der Mama vielleicht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles war gut. Und dann hat er seine Sachen gepackt und war auf einmal weg. Einmal verschwunden. Tja, das ist natürlich so ein Ding für sich. Gut, wir haben das ja schon aufgenommen. Genau. Sie haben aber gerade gesagt, beim Reinkommen, da hätten Sie noch was mitgebracht. Ich habe was bekommen, genau. Und das war dann wohl auch der Anlass, warum sie überhaupt jetzt hier direkt hingekommen genau, sind. Genau, ne? Okay, darf ich das denn mal gerade mal schauen? Der Vater hat seiner Tochter Bargeld geschickt. Marc Westerhofen lässt die Seriennummer des 200-Euro-Scheins von seinem Kollegen überprüfen. Was schreibt er denn? Liebe Rina, schade, dass ich nicht selbst im Leben meiner Tochter sein kann. Einen Bärendienst erwies ich dir, aber der Teufel steckt im Detail. Wenn überhaupt noch was von mir wissen willst, werde ich für dich da sein, nur für dich. Herzchen Hanno. Na, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Also, dass er für mich da sein will, aber warum ist er denn dann weggegangen? Also, irgendwie macht das ja keinen Sinn. Und gar keinen Hinweis darauf, wo er sein könnte. Aber das ist schon seine Schrift hier, ne? Ja, das ist seine Schrift. Ganz sicher. Auch das Herzchen macht er immer so krüppelig unten die Spitze. Okay. Das habe ich direkt erkannt. Also nochmal, ich kann mal überlegen, ja Moment, also ich fange nochmal an. Schade, dass ich nicht selbst im Leben meiner Tochter sein kann. Einen Bärendienst erwies ich dir.
Ja, so wie es aussieht, scheint wohl nichts gestohlen worden, sondern also nichts, was ihr jetzt aufgefallen ist. Aber mit dem Teddy ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, jetzt, dass er da vorne sitzt. Ja, wir haben die Information erhalten, dass die Rina Wagner, die 19-jährige Tochter von der hier ansässigen Frau Wagner, bei uns auf der Dienststelle ist. Sie hat angegeben, dass sie einen Brief von ihrem Vater bekommen hat, dessen Inhalt wir im Moment noch nicht sagen können, was da drin steht. Aber zur Aufklärung hilft uns vielleicht hier dieser Teddy weiter, wenn wir da jetzt mal näher nachschauen. Wir wollten uns jetzt mal den Teddy angucken. Der Teddy gehört ihrer Tochter. Genau, der Rina. Die wohnt aber jetzt hier nicht mehr. Nein, ich wohne hier alleine. Ist sie verheiratet, ihre Tochter? Nein. Wohnt die in der Nähe? Hat die einen Schlüssel zum Haus? Oder? Ja, natürlich hat sie einen Schlüssel, ja, aber... Aber die würde die Tür nicht auflassen. Oder? Sie also würde nicht einbrechen. Also. Einbruchspuren haben wir gefunden. Ja. Die Kripo kommt dann auch noch mal vorbei und guckt sich das an. Wenn es eine Tochter gibt, dann muss es ja auch einen Erzeuger oder Vater halt geben, ne? Bin verheiratet, aber der ist weg. Also... Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Es ist 6 Monate her, da ist er sang- und klanglos verschwunden. Er hat seinen Koffer gepackt, seine Sachen und weg war er. Ohne Nachricht, ohne irgendwie ein Wort zu mir zu sagen. Ich habe keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Gab es Stress vorher? Oder? Nee, das ist ja das. Wir haben eigentlich eine gute Ehe geführt. Eigentlich, weil ich habe keine Ahnung, warum. Also hat er denn noch Kontakt zu der Tochter? Nein, der ist komplett verschwunden. Die Tochter hat ja sogar eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Ach so stimmt sogar. Hat er denn noch einen Schlüssel zu dem Haus hier? Nein, ich habe die Schlösser austauschen lassen, als er weg war, weil ich eben keine Ahnung habe, was Sache war. Vielleicht hat der oder die Täter ein Kind und wollte das erst mitnehmen. Ich weiß es nicht. Guck gerade, ob der irgendwie welche Taschen hat, oder? Nee, der hat keine Taschen. Aber gucken Sie mal, die Naht, die ist relativ neu hier. Gucken Sie mal. Also das waren wir nicht. Haben Sie nicht nachgenäht? Nein, der hat nie ein Loch oder was gehabt. Ich habe nie genäht, nein. Also ich glaube jetzt kaum, dass der Täter sich jetzt hier noch die Zeit genommen hat, den aufgeschlitzt hat und dann... Darf ich? Ja, ne, ja, Sie, Teddy. Nein, ist okay. Also die Naht, weiß ich nicht, kann ich mir nicht erklären. Von daher macht das Sinn. Machst du jetzt echt diesen Teddy kaputt? Nee, ich mache ihn ja nicht kaputt, ich mache ja nur... Ja, können wir ja wieder nähen, das ist ja nicht das Problem. Also die gehört nicht dazu, ne? Der Füllstoff, ja... Ich bin gerade verwirrt. Also, nein. Ach du Scheiße. Na. Nee, sorry, muss ich sagen. Oh. Okay. Was ist noch drin? Eine Waffe. Eine Waffe. Eine Waffe? Ja. Herbergen Sie eine Waffe bei sich im Haus? Haben... Ach Quatsch. Nein. Wir haben keine Waffe. Nein. Okay. Auf gar keinen Fall. Ihre Tochter auch nicht? Nein. Auf gar keinen Fall. Das hätte ich nie zugelassen. Kann es sein, dass Ihr Ex-Mann sich so absichern wollte? Es gibt ja so einige Hausbesitzer, die sagen, Mann, zur Sicherheit ist zwar illegal, ne? Nein. Mit Waffen wirklich wollen wir, also auch wollten, noch nie was zu tun haben. Gar nicht. Auf gar keinen Fall. Guck mal hier, das sieht doch aus wie ein Lageplan, oder nicht? Vermutlich hier von dem Haus, oder? Ja. Das ist der Grundriss von Ihrem Haus, ne? Ja. So, hier unten rechts ist ein... Passt gerade noch auf das Blatt Papier ein Kreuz. Können Sie sich vorstellen, was das ist? Ja, das ist da an der Ecke. Aber warten Sie mal, die Schrift, ne? Ja. Das könnte Hannos Schrift sein. Die Beamten können an der markierten Stelle zunächst nichts Auffälliges entdecken. Sie wollen ermitteln, ob dort etwas vergraben wurde. Und tatsächlich stößt Michael Weber auf einen Beutel. Ich komme nicht mehr mit hier, was hier läuft, wirklich. Was ist jetzt schon wieder? Oh. Ach. Nein. Na. Hat jemand so ein Vermögen, dass er das hier verbuddelt? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Aber wenn der abhaut und nimmt das Geld nicht mit, das ist ja blöd, oder? Das ist mir unerklärlich. Das ist ja Quatsch, ey. Ich kann es nicht für... Das ist meine Kohle. Du, komm zu mir. Versuche das gar nicht. Lass die Finger da. Die Hand weg. Die Hand weg. Das ist eine Waffe. Waffe. Das ist eine Waffe. Die Hand weg. Gesagt. Ihr kriegt mich nicht mehr in den Knast. Wer sagt das? Wenn Sie hier tot vor uns liegen, brauchen Sie das auch nicht mehr. Knast. Ich warne euch. Hör die Scheiße auf. Ich gehe nicht mehr in den Knast. Hör die Scheiße auf. Lass die Waffe fallen. Hör die Scheiße auf. Also das ist meine Kohle. Pass mal auf. Dein Mann hat mich betrogen darum. Pass auf, das ist das Letzte, was ich mache. Leg die Waffe hin. Tu dir selber einen Gefallen, leg die Waffe hin. Ja? Ich hab ihn. Macht keinen Sinn. So, jetzt erzählen Sie, was wollen Sie hier? Ist das Ihr mein Geld? Ihr Mann hat mich da betrogen. Da stehen bleiben. So, nimmst du auf. Weg. So. Einmal einen Schritt zurück. Wie gesagt, kriege ich ihn. Einmal was wollt ihr von mir? Auf die Knie runter. Gehen Sie mal auf die Knie runter. So, Hände in den Nacken. Ist gut. Hände nach hinten. Hände nach hinten, Kollege.
Der 38-Jährige wurde gerade aus Mangel an Beweisen aus der U-Haft entlassen. Deshalb taucht der lang vermisste Vater auf der Wache Köln-Mülheim auf, der wegen dieses Mannes Angst um seine Familie hat. Außen ist gerade ein Hanno Wagner erschienen. Mein Vater? Hanno Wagner? Ganz sicher? Er hat sich so vorgestellt. Wo ist der her? Hallo, Gunther. Papa. Rina, hallo. Es ist schön, dich zu sehen. Ich musste verschwinden. Ich wollte euch nicht in Gefahr bringen. Ich habe was ganz Dummes gemacht. Da ist was ganz Schlimmes passiert. Und da wollte ich euch nicht in Gefahr bringen. Aber jetzt erzählen Sie mal, was ist denn passiert? Wo waren Sie 6 Monate? Ich muss jetzt reinen Tisch machen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und meine Familie hat das nicht verdient. Da ist eine ganz blöde Geschichte passiert. Ich habe mit dem vorübergehenden Arbeitskollegen, da war ich in einem Raub verstrickt, bei dem Casino vor 6 Monaten. Ganz kurz, heißt der zufälligerweise Peter Pohl? Peter Pohl, ja, ist richtig. Erzählen Sie weiter. Also wir haben uns ganz gut verstanden. Der war kurzfristig bei uns auf der Baustelle. Und irgendwann mal kam er an, weißt du was, lass uns doch mal so ein Casino ausnehmen. Und da habe ich so gedacht, ja klar, mal ordentlich zocken und Geld abräumen, ne? Also jetzt. Ach, okay, so haben Sie das aufgenommen. Alles klar. Okay. Ja, ja. Also ich gehe da hin, zocke ein bisschen und alles gut. Auf einmal zieht er eine Sturmhaube über und gibt mir auch eine. Und habe ich gesagt, immer, was soll ich denn damit, ne? Ja, sagt er, du machst jetzt schön mit, wir räumen das Ding jetzt aus, habe ich dir doch gesagt. Wir haben einen ganz, ganz großen gravierenden Fehler gemacht. Erstmal, dass Sie sich dort haben reinziehen lassen, das ist die eine Sache. Ja. Aber Sie sind 6 Monate, waren Sie weg. Und ganz ehrlich, ich weiß ungefähr, wie viel weg sind von dem Geld, ja? Ich hoffe, von der Beute ist noch was übrig. Wenn sich jetzt 6 Monate, sag ich mal, die Sonne da auf dem Pelz haben scheinen lassen, ja, dann haben Sie ein großes Problem. Davon abgesehen, wir haben einen Raubüberfall. Sie wissen, dass das ein Verbrechen ist. Das war ja gar nicht meine Absicht. Ja, aber das so mitgehangen, mitgefangen. Und wenn Sie nach 6 Monaten meinen, Sie müssen sich stellen, nach 6 Monaten erst, dann ist das schon mal zwar gut, aber Sie haben einen echten Grund, dass Sie sich hier stellen, weil Sie haben nämlich Angst. Um ihr eigenes Leben und um das Leben ihrer Familie. Vor allen Dingen um das Leben meiner Familie. Und von dem Geld ist auch noch viel da. Ich habe also nur das Nötigste genommen. Das kann aber nicht dein Ernst sein. Du hast mir immer gesagt, wenn man Scheiße baut, muss man dazu stehen. Und du hättest eigentlich direkt was sagen müssen. Eigentlich ja. Ich weiß, dass ich einen Riesenfehler gemacht habe. Er tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Aber ich hoffe, dass wir uns wieder zusammen verstehen können, dass wir uns vertragen. Ich kann ja mal direkt sagen, und deswegen belehre ich Sie jetzt auch, dass Sie hier beschuldigt an einem Strafverfahren sind. Und Sie brauchen überhaupt gar nichts weiter mehr zu erklären. Weil nämlich alles das, was Sie jetzt sagen, das wird in einer Verhandlung gegen Sie verwendet werden. Der 45-Jährige muss sich wegen schweren Raubes verantworten. Der Täter wegen schweren Raubes und Nötigung sowie wegen gefährlicher Körperverletzung.